die Uhr, die Riesenuhr in dem Raum ist keine Deko, die funktioniert. Oh, da war ein kleiner Sprenger. Die funktioniert wirklich. Die läuft weiter. Die Zeiger bewegen sich und so. Und je nachdem, wie die Zeiger dann stehen, geht da drüben die Tür auf. Der Weg, meine ich. Oh, das Schwert wieder. Und es hat tolle neue Freunde. Tolle neue Waffen. Ich schau einfach rein, ich mache mal Dauerfeuer und stirbt. Fantastisch. Also, wer nachspielt und das hin will, einfach stehen bleiben, dann wird das schon. Tja, wir gehen mal hier einfach links rein. Und hier ist schon wieder eine Ladezone, das war mir klar. Es hört nie auf. Das Kolosseum. Hohoho. Gut, hier können wir nach unten oder können nach links erstmal weiter durch. Ich gehe erstmal nach links. 400. Geil. Ich gehe erstmal nach links weiter durch. Tja. Ja, Nebel könnte passieren. Ja, ist mir klar. Scheiße passiert auch. Gut. Gehen halt hier lang. Ich will das Item da drüben haben. Dort lag irgendwas Tolles. Geh weg. Du bist dumm. Und du. Du überlebst das sogar. Oh, drei Schläge braucht der. Wow. Plopp. Brenn halt. 7 Stunden lang. Komm. Nee, ich will dieses tolle Item haben. Das letzte Item, das wir gesehen haben, das so aussah, war die Wolfsform. Die war auch so ein schöner, runder Orb, den wir uns dann gekrallt haben. Also, ich will dorthin, ich will dorthin, ich will dorthin. Aha. Aha. Ich schau mal noch kurz nach links, denn wir wissen eigentlich ja schon alle, was dort ist, oder? Ihr müsst jetzt wissen. Je nachdem, wie aufmerksam ihr schaut. Flack, nämlich genau das. Wir haben den Weg aufgemacht. Und, oh. Was war das für eine Kraft? Ich weiß es nicht mehr. Ich will es immer raus. Ach, die komischen. Es ist irgendwie. Ich weiß es gar nicht genau. Es ist so ähnlich wie wenn man den Dolch wirft. Es ist irgendwie was kleines, schmales, so ein kleiner, schmaler Pseudolaser oder sowas. Oder vielleicht eine Nadel irgendwie eine vergiftete. Tut mir leid, ich weiß nicht, was es darstellen soll. Aber es macht dann irgendwie Schaden, aber ist besonders toll, habe ich es auch nicht in Erinnerung. Eine Büchereikarte und. Oha. Ja, wir wissen genau, was das hier bedeutet. Wonach sieht das hier wohl aus? Was? Wer bist du? Richter, öffne die Tore der Hölle. Kommt hervor, meine Diener. Der Geruch deines Blutes, du bist ein Dämon. Zerquetsch diesen Floh, der mein Schloss erobern, invadieren, in mein Schloss eindringt halt. Oh, scheiße. Der Werwolf und der Minotaure, scheiße. Was machen wir? Nein. Halt, mach mal langsam. Sind die überhaupt beeinflusst worden? Sieht das da noch aus? Ja, schöne AE-Kräfte. Oh, sein Feuer wird beeinflusst. Okay, der wäre weg. Und du, Mumu. Be my steak. Would you like to be my steak today? Aua, der haut aber kräftig zu. Aua. Du regst mich jetzt schon auf. Na gut, aber er ist tot. Warum ist Richter Belmont hier auf einmal der Chef? Was geht ab? Ich bin mir ganz sicher, dass das ein Belmont war. Also sagt er, er war der Herr dieses Schlosses? Puh. Ach, diesmal ging es ganz schnell mit der Animation. Ich weiß nicht, es hängt irgendwie davon ab, wie groß die Ladezone ist von dem Raum, in dem der Bosskampf stattfindet, glaube ich. Ich weiß es nicht. Und, ja, lad. Ah, da ist das Item. Nein! Oh, ich bin auf die mieseste, billigste Scheißfalle reingefallen. Ich bin so doof, wie ich geil bin. Oh Gott, ein riesen goldenes Skelett. Ach du Scheiße. Aua, das tut weh. Paranthropus. Ach du Scheiße, was ist das für ein Name? Ein schwarzes Loch öffnet sich einfach und frisst ihn weg. Aber sein Kopf hat er vergessen. Ah, sein Kopf ist da geblieben. Oh Gott, was ist das für ein Riesenfieder im Hintergrund? Ach du Scheiße. Kann ich da jetzt bitte wieder hoch? Ich würde gern doch mein Item wieder abholen, bitte. Danke. Ich glaube, da links war ein Aufzug. Da bin ich, auch noch gerade dran vorbeigefallen. Anstatt drin zu landen. Ja, stirbst du noch? Die letzten haben noch nicht so viel ausgehalten im Turm oben, oder? Komisch. Jaha. Gut, und hops, und jetzt nach oben. Es geht nach oben, ich drück nach oben, es fährt nach oben. Fantastische Technik. Haben. Die Form des Nebels haben wir erhalten. Und was ist das Geiles? Ganz einfach, ich zeig's euch. Und, ja, es hält nicht lang, es geht ganz schnell. Aber wenn wir uns zum Beispiel an jetzt so ein Gitter stellen, dagegen laufen und uns dann verwandeln. Plopp, wir können durch die scheiß Gitterstäbe durch. Wusch. Herrlich.
So, ich weiß genau, da gab es dort oben noch einen Punkt hinter der Bücherei, wo das nützlich war, wo ich gesagt habe, erinnert mich dran, ich muss das wissen. Und ich weiß jetzt natürlich nichts mehr davon. Nee, im Moment weiß ich es noch, aber bis ich hier fertig bin, weiß ich es nicht mehr. Na gut, aber ich sehe, dort ist die Karte auch noch offen, also werde ich mich schon selbst daran erinnern können. Gut, ich gehe wieder hier lang, weil rechts ist auch noch offen. Oh, schon wieder die Schwertmädels, die nerven. Geben die überhaupt Erfahrung? Lohnt sich das überhaupt? Okay, natürlich geben sie Erfahrung, aber geben sie genug, dass es lohnt. Ach, du könntest doch tot sein. Warum trifft das jetzt nicht? Ich gehe schon tot. Gut, hier rüber. Was haben wir hier? Speicherpunkt, ne? Ist okay. Ist gut, wir haben einen Boss gemacht, wir haben eine neue Kraft bekommen, da kann man mal speichern. Das lohnt sich. Ja. Bombs, sehr gut. Gut, und jetzt unten noch ein Weg. Wir sind in B1 und jetzt sind wir in B2. Seht ihr es da in der Mitte an der Säule? Steht das Stockwerk verzeichnet. Ist das nicht schön? Ganz viele Gegner. Die aber nur einen Schlag aufhalten. Nein. Glaub's doch selbst nicht. Nö, mach ich nicht mit. Ich behalte meine Zeit. Ich behalte immer meine Zeit an. Nein! Oh Gott, wie viele Kräfte gibt's hier unten? Und Herzchen. Cool. Ah, man kann nie genug Herzchen haben, oder? Immer noch ein bisschen mehr Zeit anhalten. Gut. Gehen wir auf die andere Seite, machen das gleiche dort nochmal. Bom, bom, das große Goldene wieder. Ja, geh halt weg. Mach mir nicht so. Aua, das ist gemein von dir. Oh, noch mehr von den Hunting Girls, die jagenden Mädels oder die Jagdmädels. Die nerven diesen Scheiß, ganz ehrlich. Ja, gut. Ey, hier sieht's cool aus. Aber ein tolles Cape. Oh, der Blutumhang. Wie ist der denn? Das ist eine Frage. Ihr seht, meine Konstitution geht runter, mein Glück geht runter, meine Abwehr geht runter. Also das ist scheiße. Aber der Text unten. Verwandelt Schaden in Herzchen. Es wird bedeuten, wenn ich Schaden nehme, kriege ich Herzchen dazu. Aber ich würde sagen, es ist unterm Strich nicht so gut, ganz ehrlich. Ich brauche eh so viel, um die Zeit anzuhalten und selbst wenn ich dann einmal getroffen werde und sagen wir, ich weiß nicht, wie die Rate dann wäre. Ich könnte mal ausprobieren, aber was soll es? Nee, die Herzen, so viel sind sie einfach nicht wert. Dass ich so viel Stats dafür aufgebe. Und allgemein ist einfach meiner Meinung nach ein Item kontraproduktiv, das seine Wirkung zeigt, wenn man sich freiwillig im Prinzip dafür treffen lassen muss. Wenn man richtig spielt, wenn man es gut macht, wird man überhaupt nicht getroffen. Und in dem Fall ist das Item vollkommen nutzlos. Und deswegen ist das Item meiner Meinung nach nutzlos und doof. Das ist schade. Aber ich kann es nicht ändern, es ist halt so. Gut. Tja, gehen wir genau hier weiter.